ein bisschen Liebe. Glaub an deine Ziele, Träume haben wir viele, Freude bringt uns Liebe, ey. Ein bisschen Liebe, das wünschen sich die Sechst- und Siebtklässler der integrierten Gesamtschule Nelly Sachs in Horchheim. Zusammen mit Musiker DJ K-Love schreiben sie darüber einen Song, lernen in einem Workshop gemeinsam, wie man Texte schreibt, den passenden Reim findet und dazu auch noch im richtigen Takt bleibt. Es macht mir mega Spaß. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich überhaupt mal an der Schule einen Workshop geben darf. Also es macht mir unheimlich Spaß. Dieser Workshop ist nur einer von vielen. Ursprung des Ganzen ist eine Idee. Eine Idee, die man mittlerweile in der ganzen Schule erkennen kann. Die IGS Nelly Sachs ist eine Schule ohne Rassismus. Eine Schule mit Courage. Wir haben eine schulinterne Umfrage gemacht, wo es einfach darum ging, abzufragen, ob alle Schüler oder die Mehrheit der Schüler an unserer Schule, aber auch alle an Schulleben Beteiligten, sich quasi mit den Werten dieser Plakette und dem Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage identifizieren und sich dafür einsetzen. Poetry Slams, Rugby-Spiele, Open-Air-Kinos, die Liste an Projekten hört fast gar nicht mehr auf und all das immer nach dem Motto Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Die Erlöse gehen an gemeinnützige Organisationen. Die Aktionen selbst sollen vor allem eines bewirken. Uns ist wichtig, das an die Schüler weiterzubringen, weil wir unterstützen ja dieses Projekt so oder so. Und uns liegt das Thema so oder so am Herzen. Und uns geht es halt darum, dass wir vielleicht auch die Schüler an unserer Schule erreichen, denen vielleicht noch nicht so bewusst ist, dass das Thema Rassismus immer noch aktuell und wichtig ist. Die Schüler sind jedoch nicht alleine bei ihren Projekten, sondern arbeiten mit Personen aus der Öffentlichkeit zusammen. So auch im Musikworkshop mit DJ K-Love. Der Song thematisiert die Kriege auf der Welt, dass man an seine Träume glauben soll und Nächstenliebe nie zu kurz kommen darf. Die Kiddies gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Also die Texte, die sie geschrieben haben, wirklich Bombe. Dafür, dass es keine Musiker sind, die davor in Studios aufgenommen haben oder sonstige Auftritte hatten, wirklich super. Ich bin sehr zufrieden. Und was sagen die Kiddies zum Musikworkshop? Ich habe auch eigentlich fast den ganzen Tag auf diesen einen Moment gewartet. Also ich habe mich richtig gefreut. Menschen sollen halt auch verstehen, dass es halt nicht gut ist, wenn es jetzt zum Beispiel Kriegen geben würde. Oder das ist halt das, wo man halt dieses Klingen braucht in seinen Kopf. Klingen gemacht hat es bei den Schülern der IGS Nelly Sachs auf jeden Fall. Mit gutem Beispiel vorangehen, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Jawohl, ich freue mich, dass Kevin Luvalo heute bei uns ist, DJ K-Love. Also es war ein großartiges Projekt gestern gewesen, jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen. Mega. Was sagst du zu dem Ergebnis? Ich bin wirklich sehr begeistert. Also ich freue mich wirklich gerade, diesen Beitrag hier zu sehen und hätte niemals gedacht, dass das so schön wird und dass das überhaupt ausgestrahlt wird, überhaupt so weit kommt. Ja, also ich bin wirklich sehr, sehr happy. Wie war das miteinander gestern mit den Kids? Also es war wirklich sehr, sehr schön gewesen, halt auch zu sehen, dass die Kids Bock haben, das zu machen und dass die auch motiviert sind, daran mitzuarbeiten. Ne? Und das hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Ja, hat es gerade gesehen, die Kinder haben viel von dir mitgenommen, sich viel abschauen können. Wie war das andersrum? Hast du auch was von den Kids mitnehmen können? Ja, also ich habe auf jeden Fall von den Kids mitgenommen, dass man auf jeden Fall halt alles schaffen kann. Beziehungsweise die Kids, die haben gestrahlt. Ja, die haben halt gesagt, hey, wir möchten was machen, wir möchten singen, wir möchten hier produzieren, wir möchten hier generell was auf die Beine stellen. Und mir war einfach wichtig, diesen Traum zu erfüllen. Weil zum Beispiel, wir haben ja gehört, dass einer gesagt hat, er hat sich den ganzen Tag darauf gefreut. Ja. Und das einfach zurückzugeben, war wunderbar. Wie ist das Ganze eigentlich entstanden? Das ist so entstanden, dass mich der Emanuel von der Nelly Sachs damals kontaktiert hatte. Er hat mich gefragt, hey, wir haben da ein Projekt und wir möchten da gerne was auf die Beine stellen. Kannst du uns bitte helfen, einen rassismusfreien Song zu schreiben? Ja. Da habe ich gesagt, ja, gar kein Problem, weil ich auch selbst vom Rassismus betroffen bin oder auch war. Und deswegen bin ich dann in die Schule gegangen, da haben wir das gemeinsam auf die Beine gestellt. Und dem Ganzen ist ja ein Song vorweggegangen dann entsprechend, ne? Also Mensch ist Mensch. Richtig, Mensch ist Mensch ist in dieser Zusammenarbeit entstanden. Genau, auch ein Megasong, den haben wir heute auch dabei. Ja, genau, den wollen wir nachher hören. Du und Emanuel, der ist auch schon da. Momentan entspannt er sich noch ein bisschen. Ja, genau. Und ihr werdet dann nachher hier live bei Ron performen. Freue mich sehr drauf. Absolut. Danke. Merci, erstmal.